zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, es gibt hier noch eine kleine, aber feine Neuheit fürs zweite Halbjahr 2023 von Schleich. Ich habe euch ja schon die ganzen Bilder rausgehauen, was alles kommt in der zweiten Jahreshälfte. Aber ein Bild konnte ich euch nicht zeigen und das war das zum Black Friday Tiger. Der Black Friday Tiger mit der Nummer 72209. Er wird eine Größe haben von 13 x 6 cm und wird, denke ich mal, unter 10 Euro zu haben sein. Ja, wahrscheinlich für 9,99 Euro. Und wie der Gute aussieht, das schauen wir uns heute ganz schnell in diesem Video an. By the way, ich denke mal, es handelt sich um das Tiger-Modell, was es bereits von Schleich gibt. Da lege ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber sieht doch schon sehr danach aus. Und zwar der normale rote Tiger mit der Nummer 14729 oder das gleiche Modell in weiß mit der Nummer 14739. Ja, hier einfach mal die Bilder, damit ihr es seht. Ich denke mal, dieses Modell wird es sein. Ich kann mich täuschen, aber ja, die Stellung, die Pose ist schon sehr ähnlich. Und hier haben wir ihn. Licht aus. Warm. Spot an. Yeah. Hier ist er. Der Black Friday Tiger. So sieht er aus. Und ja, komm. Gib's zu. Du, der das Video hier schaust, du hast ihn dir auch anders vorgestellt, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ein Black Friday Tiger. Mann. Wir hatten schon Black Friday T-Rex, wir hatten einen Black Friday, weiß ich gar nicht. Nee, der Schattenlöwe war einfach nur ein Schattenlöwe, oder? Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben hier einen, wie es aussieht, grauen Tiger. Ja, also die Grundfarbe ist so irgendwie, ja, hellgrau und über den Buckel und so ein bisschen über die Beine, Pfoten, da haben sie noch ein bisschen dunkelgrau gesprüht oder auch schwarz ganz leicht. Du siehst halt das Hellgrau durch und du siehst vor allem auch die Streifen, die er hat. Er hat glühend rote Augen. Ja, ich mach's mal ganz groß, damit man sieht. Die sind cool. Rote Augen mit so einer, ja, senkrechten Pupille. Ob das tatsächlich so kommt, wir werden sehen. Dann sieht man auch schon die Reißzähne. Unten haben sie weiß bemalt. Die Zunge ist ein bisschen rot. Ja, und was die Streifen hier angeht im Gesicht, das ist schon doch recht ernüchternd, möchte ich mal sagen. Und die Streifen über den Körper, ja komm, die sind schon okay. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Tigerstreifen, die zu dünn sind. Ich kann das hier schlecht beurteilen. Hier vorne sehen sie schön breit aus, wie es nach hinten wird. Ja, müssen wir uns überraschen lassen. Und die Krallen haben sie auch noch in einem dunklen Grau bemalt. Innen an den Beinen findet man halt gar nichts außer dem hellen Grau. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, wenn zu mir einer sagt, hey, Rupi, ja, du kleiner Schlingel, wir bringen einen Black Friday Tiger raus. Da sage ich, yay, ist der schwarz, hat er rote Streifen oder weiße Streifen? Ne? Das wäre meine Reaktion gewesen. Ich meine, die roten Augen sind ja klasse, aber hellgrau mit ein bisschen schwarz oder dunkelgrau drüber? Echt jetzt? Ist das alles? Ich würde doch einen schwarzen Tiger machen, entweder mit weißen Streifen, ja, und die roten Augen sind ja okay, oder halt rote Streifen, ähnlich wie der T-Rex. Also, das würde ich mir auf jeden Fall unter einem Black Friday Tiger vorstellen, ja. Also das haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Wenn ich ihn krieg, werde ich ihn mir gerne besorgen, werde ich ihn gerne hier vorstellen in Videoform. Vielleicht kommt er auch besser, als man hier sieht. Ja, man darf ja Figuren echt nicht nach Bildern endgültig beurteilen. Aber du hast doch dann schon mal ein bisschen so einen Eindruck, wie das Ganze aussieht. Und ja, es reißt mich nicht vom Hocker. Es tut mir leid, es haut mich nicht weg, ja. Die Augen sind klasse. Ich finde es auch toll, dass man ein bisschen dunkel drumherum gemacht hat. Ne? Er hat sogar eine schwarze Outline. Die Nase haben sie dunkel gemacht. Die Lippen sind hier auch schwarz. Alles gut. Aber dann diese komische Kleckse hier um die Augen, an der Stirn und so weiter. Naja, die Haare in den Ohren haben sie auch noch dunkler besprüht. Und da seht ihr, dann geht es hier so drüber, damit man die schwarzen Streifen noch sieht. Aber ja.
Ja, komm, Black Friday Tiger, schwarz mit roten oder weißen Streifen, hätte mir wesentlich besser gefallen als das Ergebnis hier. Na? Nun gut, wir werden sehen, wenn die Figur rauskommt. Ich meine, 13 mal 6 cm, also 13 lang, 6 cm hoch, ist nicht wirklich groß. Man weiß ja, dass so einfache Geschichten in einer kleinen Größe dann besser wirken, wie hier dieses riesige Bild. Das ist auch klar, ja. Aber ja, gut, Black Friday würde für mich anders aussehen. Ist aber natürlich nur meine Meinung. Das hier ist irgendwie, keine Ahnung, wenn du mir das hier als Nebeltiger verkaufen würdest, okay. Ja, also auch da würde mich die Lösung jetzt nicht weghauen. Aber Nebeltiger, ja, gut, kann man machen. Aber dass man hier so innen und hier unten so gar nichts mehr gemacht hat, zumindest auch im Produktbild, ja, ne? Also da muss ich sagen, da ist das hier und das hier doch schon Weltklasse dagegen. Ne? Also ich denke mal, es wird dieses Modell hier sein. Kann es euch nicht mit Sicherheit sagen. Hier waren auf jeden Fall die Streifen wirklich sehr schön umgesetzt. Nicht zu dünn, richtig gut gemacht. Aber guckt euch mal die Zeichnung im Gesicht hier an. Ne? Also da ist doch schon was geboten. Aber jetzt hier, das ist ja schon wieder, mein Nachbar hat ein Hobby, oder? Denkt nur ich so. Und ich sehe auch nicht, wie der Schwanz hinten ausläuft. Hat der irgendwie einen hellgrauen oder einen dunkelgrauen oder schwarzen Pinsel? Ich sehe es leider Gottes nicht, ne? Gut, also komm. Das auf jeden Fall der Black Friday Tiger mit der Nummer 72209 wird irgendwann im Laufe des zweiten Halbjahres erscheinen. Sowohl im Schleichshop als auch bei diversen Händlern, das ist ja ganz klar. Und die UVP, so wie ich das jetzt gesehen habe, liegt bei 9,99. Ja, was meint ihr zu dem Black Friday Tiger? Trifft es voll zu 100% eure Erwartungen? Oder hättet ihr euch da auch ein bisschen was anderes vorgestellt? Das würde mich einfach mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wie ist eure Meinung zu diesem Black Friday Tiger? In hell und dunkelgrau, mit glühenden roten Augen, die ich gut finde. Die Augen finde ich klasse, auch die Figur an für sich, schöner Tiger. Ne? Gut, alles klar. Leute, ihr wisst Bescheid, kleines Update, eine weitere Neuheit für die zweite Hälfte 2023. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, winke, winke, euer Rupi. Yay! Yeah.